Hallo, na, seid ihr wieder da? Schön. Ja, ich habe heute mal was anderes. Ich kann nämlich nicht nur kochen, ich kann nämlich auch backen. Und ich habe heute mir eine sächsische Eierschicke vorgenommen. Gefüllt mit Quark. Und das Rezept möchte ich euch gern zeigen. Ich habe hier in meiner KitchenAid schon den Teig vorbereitet, was heißt die Zutaten. Also da sind drin 50 Gramm Margarine, 50 Gramm Zucker, 2 Eier und 100 Gramm Mehl und ein gehäufter Teelöffel Backpulver. Ich habe zusätzlich noch ein Päckchen Tonkabohnen-Vanillezucker reingemacht. Tonkabohnen-Vanillezucker? Nee, anders. Tonkabohnenzucker, so heißt es. Gut, das werde ich jetzt verrühren und dann wird zuerst nämlich der Kuchenteig für 10 Minuten gebacken. Also, los geht's! So, der Teig ist fertig und wenn er fertig ist, dann sollte er, oh Gott, Moment, ich krieg's ja nicht raus, naja, egal, dann sollte der so eine Konsistenz haben. Also, er sollte, ja, wie soll ich sagen, so nicht flüssig, aber auch nicht fest sein. Der sollte also in langen Spitzen so runterlaufen. Gut, dann nehmen wir uns eine Backform, und zwar eine ziemlich hohe Backform, weil da kommt ja noch die Füllung rein und dann die Eierschicke drauf. Diese wird ausgebuttert und dann kommt der Kuchen beim vorgeheizten Backofen 180 Grad in den Backofen für 10 Minuten, also er wird nur kurz angebacken. Okay, wir sehen uns gleich. So, der Teig ist oder der Boden ist im Ofen. Ich habe vergessen zu sagen, und zwar müsst ihr, bevor ihr den Teig anrührt, für die Eierschicke, anderthalb Päckchen Vanillepuddingpulver, also Pudding, zubereiten. Und dafür nehmt ihr also anderthalb Päckchen Vanillepudding und 9 Esslöffel Zucker und 750 Milliliter Milch. Da kocht ihr den Pudding. Dieser Pudding muss kalt sein. Das heißt also, erst den Pudding kochen, kalt werden lassen und dann den Teig machen. Den Boden. Entschuldigung. So, aber es geht weiter. Ich habe jetzt schon wieder vorbereitet 750 Gramm Quark, 3 Eier und 200 Gramm Zucker. Das habe ich auch schon hier drin. Das verrühren wir jetzt. Und da ich noch Heidelbeeren übrig hatte, werde ich die einfach nachher unterheben. Also nicht sofort mit reingeben, sondern nachher. Ich hoffe, die werden nicht zu feucht werden. Vielleicht bemehle ich sie noch ein bisschen und gebe sie dann erst unter den Teig, unter den Quark, oder ich streue den. Ah, muss ich mal sehen. Okay, ihr werdet ja sehen. Also auf jeden Fall kommen 100 Gramm von den Heidelbeeren irgendwie noch dazu. Also, es heißt verrühren. Ja, da ich dem Ganzen nicht so ganz traue mit meinen Heidelbeeren, werde ich jetzt noch zusätzlich in die Quarkmasse 3 Esslöffel vom Grieß, also ganz normaler feiner Weizengrieß, mit dazugeben. In der Hoffnung, dass mir das nicht zu flüssig dann wird, weil die Heidelbeeren wahrscheinlich ja auch den Saft dann abgeben, wenn sie platzen. Also kurz umrühren und dann die Heidelbeeren unterheben.
Gut, in einer Minute ist der Teig auch fertig. Und dann der Teig, sag ich immer. Der Boden natürlich. Ach, heute ist Sonntag. Man merkt's. Nicht mein Tag. So. Na, siehst du, das ist nämlich jetzt schon ziemlich flüssig, diese Masse. Und dann nehmen wir jetzt die einfach so drunter. So. Dann werden wir mal sehen, wie der wird. So, dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt werden 5 Eier getrennt. Eigelb, Eiweiß. Eiweiß kommt in eine Schüssel und dieses Eigelb kommt zu dem Pudding. Das wird nämlich dann gleich aufgeschlagen. 185 Gramm Butter könnt ihr in der Zwischenzeit schmelzen, zerlassen oder wie auch immer ihr dazu mögt zu sagen. Oh Gott, mein Deutsch ist heute Katastrophe. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, Kuchenbacken ist doch was anderes, als wenn man da am Kochen ist. Ich finde, das ist immer noch ein bisschen was anderes, meine ich. So. Nummer 3. Nummer 4. Ich kann euch jetzt auch nicht ausstellen. Ihr müsst leider Gottes jetzt da mal zugucken, weil Finger sind voll Ei. Aber ihr habt es gleich überstanden. In der Zwischenzeit solltet ihr auch immer, wenn ihr, so wie ich, die Butter jetzt auf dem Herd bei geringer Hitze beim Schmelzen zuguckt, da richtig aufpassen, nicht, dass da braune Butter raus wird. So, Hände waschen. Ja, Butter sieht gut aus. Einmal ausstellen und das 5. Eiweiß dazu. So, das Eiweiß wird jetzt, wie sollte es auch anders sein, mit einer guten Prise Salz aufgeschlagen. Die Eier sollten wirklich kalt sein und die Schüssel und auch der sollten trocken sein, damit das Eiweiß auch wirklich aufgeschlagen werden kann. Ansonsten rührt ihr und rührt und rührt, bis es kein Moin gibt, aber es wird nicht steif. Also, ich fange an, Krach zu machen und dann sehen wir uns. Eischnee ist fertig. Ich kann euch das auch... Oh Gott, ist das heute schön. Auf Beweisen, also da fällt nichts raus. Bleibt alles schön drin. Dann nehmen wir uns den Pudding mit dem Eigelben und geben dazu die geschmolzene Butter und rühren das alles unter. Jetzt mache ich wieder Krach und stelle euch wieder weg. So, die Butter ist unterm Pudding und jetzt kommt der Eischnee drunter. Und zwar nicht alles auf einmal. Ich
würde sagen so auf 3 Mal. Und zwar nur unterheben, also nicht unterschlagen. Sonst fällt ja das Eiweiß wieder zusammen. Das soll eine richtig schöne, fluffige Masse werden. Bisschen Geduld haben, auch wenn es erst aussieht, als ob das nichts wird. Es wird definitiv. Nur ein bisschen Geduld sollte man haben. Seht ihr? Die erste Portion ist schon drunter. Auch nicht jetzt klopfen oder sonst irgendwas an der Schüssel. Solltet auch, wie ihr seht, eine schöne große Schüssel nehmen für den Pudding oder für die Eierschicke, weil da kommt ja jetzt noch mal richtig Volumen mit rein. So. Und den Rest geben wir auch noch mal rein und dann wir auf den Tortenboden alles aufgeben und dann ab in den Ofen. So. Jetzt geht's rund. Der Tortenboden da drauf. Quarkmasse. Ihr seht schon, also das muss wirklich eine hohe Springform sein, eine hohe Backform, weil es ist ganz schön viel. So. Alles drauf, nichts verkommen lassen. Ui. Und das soll jetzt alles noch da drauf, um Gottes Willen. Na, irgendwie. Das kann ja ein Kuchen werden, oh Gott. Und das ist schon eine 26er Form. Ich glaube, ich höre erst mal auf. Ja, bisschen passt noch. Wenn ich nachher der Kuchen im Ofen ist und der läuft über, dann zeige ich euch nachher das. Oh Gott. Na, aber da lasse ich mir was anderes einfallen. Also, das ab in den Ofen und zwar eine Stunde bei 180 Grad Umluft. Und dann sehen wir uns entweder nachher, wenn er fertig ist, oder zwischendurch, wenn das Malheur passiert ist. Ja, guck an. Da nimmt man sich einfach Muffinförmchen und gibt den Rest von der Eierschicke einfach da rein. Dann kommt das nachher ein paar Minütchen in den Ofen und dann ist gut. Bis jetzt ist mit meiner Eierschicke und dem großen Tortenboden oder Kuchen noch nichts passiert. Also alles noch im grünen Bereich. Wir sehen uns gleich. 1 Stunde 10 Minuten. Fertig. Er wackelt jetzt ein bisschen, sieht man das? Aber das geht dann gleich weg, wenn er kalt ist. So, also heißt das jetzt abkühlen lassen und dann anschneiden, genießen. Tja, jetzt habe ich's. Tada! Ich präsentiere sächsische Eierschicke.
Und zwar ein bisschen abgewandelt. Also kein Original, aber naja, lassen wir uns überraschen. Bei diesem Film wurde nichts gefaked. Das heißt, wie bei meinen ganzen Filmen nicht. Also, oh Gott. Wie sage ich immer so schön? Er duftet hervorragend. Wenn es doch schon mal Duftvideo geben würde, ich wäre die Erste, die sich das anschaffen würde. So. Daumen drücken. Auf Backe. Der ist nicht ganz durch. Ich zeig euch das, weil ich mache keinen Fake. Seht ihr das? Da drin läuft noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was es sein könnte. Aber so sieht das schon nicht schlecht aus. Nur innen drin, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin da jetzt einfach mal Löffel nehmen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Bekomme ich gleich raus. Also, ohne Fake und doppelten Boden habe ich euch das ja schon gezeigt. Und zwar hier in der Mitte, genau diese kleine Stelle, ist warum auch immer nicht durchgebacken. Das heißt, das ist wie, ich kann also hier richtig reingucken, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Genau da ist wie ein kleiner Hohlraum, sage ich jetzt mal. Und da läuft, und jetzt weiß ich auch, was es ist, ich habe das zweimal probiert. Das ist von der Eierschecke. Ich kann euch aber nicht sagen, warum das genau da in der Mitte nicht durchgebacken ist. Ich machen wir keinen Reim daraus. Aber ich probiere den jetzt trotzdem, denn der Rest ist ja, sieht gut aus. Und ich backe den nochmal. Und dann machen wir nochmal das gleiche Video. Mal sehen, was dann passiert. Ich werde allerdings nicht so einen großen backen. Ich werde also alles halbieren, zumindest was oben die Eierschecke und Quarkmasse betrifft, und dann mache ich einen kleineren, weil es ist so viel. Aber trotzdem, ich finde trotzdem, der sieht nicht schlecht aus. So, und jetzt probiere ich. Ich kipp ihn nicht um. So. Oh, die Verbindung mit den Heidelbeeren, die ist aber gut. Das wertet diese Quarkmasse noch so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Also, geschmacklich top. Kann ich nicht anders sagen. Bis auf das Malheur in der Mitte. Na gut, ich drehe das Video oder ein Video von diesem Kuchen dann nochmal. Aber definitiv werde ich wieder Heidelbeeren reinmachen. Gut, ich glaube, diesmal brauche ich nicht sagen, gebt mir einen Daumen nach oben. Das lohnt sich nicht. Gut, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, ich bin das gleich nochmal. Ich glaube, ich weiß, woran es gelegen hat. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob das eventuell stimmen kann. Und zwar, als ich auf die Quarkmasse die Eierschicke draufgegeben habe, habe ich in der Mitte angefangen, es drauf zu gießen.
beziehungsweise drauf zu, immer drauf zu gießen. Und zwar kann das sein, dass eventuell die Quarkmasse, die hat sich ja so ein bisschen angehoben. Das heißt, die Eierschecke ist unterhalb oder sehr tief rein in die Quarkmasse. Und dass die deshalb vielleicht nicht ganz durchgebacken ist. Das kann sein, weiß ich aber nicht. Aber ein anderer Fehler fällt mir eigentlich nicht ein, weil es ja wirklich nur in der Mitte ist. Und da ist wirklich wie ein Loch. Also eine andere Erklärung habe ich nicht. Also ansonsten schmecken tut auf jeden Fall. Und ja, es geht nicht alles glatt im Leben. Also, bis dann. Tschüss.